knacken. So, geht das schon? Schnell, du musst es ausspucken. Warum darf man es nicht im Mund tun? Schaum nur außerhalb des Mundes anwenden. Ich muss spülen. Ich habe überall Schaum. Du hattest die Worte mich vergiften. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Und wir waren wieder bei DM. Es gibt so komische neue Sachen, coole neue Sachen, leckere neue Sachen und ganz viele gehypte Produkte von TikTok und von Instagram. Und die alle haben wir gekauft und testen sie für euch. Damit ihr sie nicht mehr kaufen müsst. Außer sie sind gut, dann sagen wir es euch. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Und kennt ihr eigentlich schon unseren zweiten YouTube-Kanal? Victoria Serena Shorts. Unbedingt vorbeischauen. Lohnt sich. Das erste war schon teuer. Für diese Mini-Größe? Ich hoffe, das ist auch so gut, wie alle immer sagen. Das ist mega gehypt auf TikTok. Eigentlich Kleber steht da drauf für Brows, Augenbrauen und Edges. Also wenn man sich den Zopf so ganz fest nach hinten bindet und dann so entweder die Babyhärchen nach hinten oder nach vorne streichen möchte. Man kann die auch in so Wellen legen. Hast du das schon mal gemacht? Bei mir würde man es gar nicht sehen, weil meine Haare haben die gleiche Farbe wie meine Haut. Ich denke, sie ist ein rosa Mensch. Schon irgendwie. Findet ihr eigentlich auch, dass Vicky aussieht wie eine Comicfigur? Ist das ein Kompliment? Wie man möchte. Ich würde mir die Figur kaufen. Und wo willst du sie hinstellen? Na, mein Regal. Am Klo. Danke. Eigentlich habe ich schon eine perfekte Frisur dafür, oder? Testen! Ich teste die Haare, du die Augenbrauen. Check. Ich habe uns ein kleines Beauty-Studio eingerichtet mit Spiegel und so. Voll schön. Operation gestartet. Hast du einen Plan? Kennst du dich aus? Hier hinten, das wäre wichtig. Das ist ja voll lang. Oh, das kitzelt. Das ist ja wie Haargel. Das geht richtig gut. Echt jetzt? Ja, ich habe noch eine zweite Strähne. Klar geht das. Ich habe einen zweiten Hack gesehen. Es gibt es auch in groß, diese Tube, wo Kleber draufsteht. Und das ist genau das gleiche drin. Das heißt, du kannst es dann immer da wieder einfüllen. Aber du sollst da was machen. Ja, hier hast du gar nicht so viel abstehen. Hm? Sind ja auch alle so lang. Du hast ja gar keine Babyhaare. Das ist halt wie eine Mascara. Gut, das funktioniert gut. Wenn du im Pony sowas abstehen hast, das ist super. Kann man das sehen? Voll gut. Vicky sagt, das ist toll. Okay, ich habe nicht viele Augenbrauen. Aber die, was du hast, die gehen jetzt hier so. Okay, du hast ja eigentlich gar keine fast. Hey. Hä, funktioniert irgendwie nicht bei dir. Hä, sind da braune Haare? Ja, das sind Haare. Okay, probieren wir es bei mir. Das ist gemein. Da sind welche. Aber ich habe die nicht gezupft. Macht nichts. Nochmal eintauchen. Bitte, geht. Ich klebe sie dir nach oben. Hui. Kann man das sehen? Also ich sehe es richtig krass. Das ist sehr nass. Hat schon funktioniert. Schon so ein bisschen nach oben getrimmt. Wir lernen daraus, man braucht Augenbrauen, um es zu benutzen. Nicht auf Wimpern anwenden. Warnung. Gibt es endlich überall unseren neuen Comic Abenteuer vom Rosenhof im Zauberwald. Wir sind super happy und aufgeregt, wie er euch gefallen will. Das ist der zweite Teil und ihr könnt so viel oder noch viel mehr wie vom ersten Teil erwarten. Es ist so, so cute geworden. Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt zum Nachhausebestellen. Der Link dazu ist in der Infobox. Glow, Handfluid. Aber es ist keine ganz normale Handcreme. Es ist angeblich ein schimmerndes. Das sieht ja aus wie Haargel. Das ist so voll so flupschig. Seht ihr das? Oh, es riecht mega gut, aber es riecht auch ein bisschen wie Haargel. Hey, zeig mal, hast du jetzt schimmernde Hände? Ja, doch. Aber will ich, dass meine Hände schimmern? Das ist die andere Frage. Im Licht sieht man's. Kleine Glitzis und Schimmis. Es ist aber auch irgendwie klebrig. Ich sage euch gleich die Wahrheit, sie redet nur Blödsinn. Ja, genau. Du bist ja professionelle Handcremetesterin. Stimmt ja. Ganz vergessen. Du hast wahrscheinlich seit 100 Jahren keine Handcreme mehr benutzt. Vorgestern. Lüge. Das ist so dünn. Ja, das fühlt sich auch nicht so pflegend an, eher klebrig. Boah, riecht wie beim Friseur. Aber es glitzert. Also wenn ihr glitzernde Hände haben wollt, nehmt es. Man könnte es vielleicht auch so auf die Schultern oder so. Das wird im Sommer bestimmt schön aussehen. Für strahlend schöne gepflegte Hände. Füße? Wer steht auf glitzernde Füße? Füße sollten grundsätzlich hinter Socken oder in geschlossenen Schuhen versteckt werden. Meine Meinung. Das ist schon lustig. Es gibt diese Typen und diese Typen. Entweder die, die halt Füße ganz hässlich finden und immer verstecken. Oder dann gibt es halt noch das andere Extrem. Waterdrop? Die habe ich schon 100 Mal gesehen auf Instagram, oder? Ist es das? Ja, ich habe es auch noch nie probiert. Da gab es auch irgendwie so 50 verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe Himbeere Holunderblüte ausgesucht. Ich finde, das klingt lecker. Diese kleinen Dinge sind das. Die Traubenzucker. Ich würde dir nicht empfehlen, es so zu essen. Deswegen nehme ich es gleich an mich. Hey, die Verpackung ist ja cool. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es lecker schmeckt oder dass es schmeckt wie so eine Limonade oder so. Probieren wir aus. Wasser. Eines
reicht für zwei Gläser. Deswegen zerschneide ich es einfach mal oder so. Ich habe keinen Wasserkrug. Oh, man riecht es schon. Und zack. Oh, es geht schon ab. Hier ist schon Party angesagt. Jetzt erstmal warten. Es ist ready. Zumindest fast. Bei mir sind das super Klümpchen. Cheers. Cheers. Ist jetzt weniger stark, als wenn man so Sirup reinschüttet. Ja. Es schmeckt eigentlich nur ganz leicht nach Geschmack, finde ich. So ein bisschen wie Tee. Ja, ein bisschen wie Tee ohne Zucker. Ich glaube, in prickelndem Wasser ist es vielleicht lecker. In prickelndem Wasser ganz erfrischend. Geht so. Bei mir schwimmt nur schwarz. Bei mir auch. Muss man das umrühren? Ja. Ich glaube, das löst sich noch auf. Das ist so cool. Zahnpastaschaum. Ah, das kenne ich von der Zahnreinigung. Ich glaube, du musst das schon in deinen Mund machen. Aber was kommt denn da jetzt raus? Schaum. Einmal knacken. So, geht das schon? Ich glaube, du brauchst noch eine Zahnbürste dazu. Nein, dafür ist das ja ohne Zahnbürste Zähne rutschen. Und? Irgendwie komisch. Darfst du das schlucken oder wo machst du das denn jetzt hin? Oh, warte mal. Das ist gar nicht. Das ist für Zahnspangen, Zahnschienen und Zahnprothesen, die man herausnehmen kann. Vor Gebrauch gut schütteln. Lassen Sie den Schaum 1 bis 2 Minuten einwirken. Bürsten Sie die Prothese. Schnell, du musst es ausspucken. Warum darf man es nicht im Mund tun? Schaum nur außerhalb des Mundes anwenden. Oh mein Gott, habe ich jetzt eine Vergiftung? Ich mache Wasser. Ich muss spülen. Ich habe überall Schaum. Du hattest, die wollte mich vergiften. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was passiert denn jetzt? Aber ist eigentlich ähnlich wie so eine sanfte Zahnpasta, schmeckt das. Also meine Zahnärztin hat mir letztens auch so einen Schaum in den Mund gegeben. Dann wollte die dich vielleicht auch schon vergiften. Ich bin hart im Nehmen. Schmeckt schon ein bisschen komisch. Trink viel Wasser nach, dann wird die Vergiftung verdünnt. Nein, dann verteilt sie sich schneller im Körper. Alle sind noch am Leben, machen wir weiter. Nehmt das nicht in euren Mund. Da steht Reinigungsschaum für Zähne. Das steht ja gar nicht. Das steht Zahnspangen. Aber es steht Zahnbindestrich und das heißt für mich Zähne. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen schlecht. Ich habe auch was für dich. Auch was für die Zähne. Super Fresh Gum. Zahnpflege-Kaugummi. Super Fresh! Hier. Da steht drauf plastikfrei und ich habe gerade gelesen Pastinake. Also Geschmacksrichtung Pastinake. So, ich bin jetzt gespannt, wie super fresh der wirklich ist. Super hart schon mal. Hart wie Stein. Deine Meinung bitte? Ganz ehrlich, der ist überhaupt nicht fresh. Der schmeckt jetzt schon nach nix und anfangs war er süß. Ja, du kannst ein bisschen Schaum nachbrühen. Ich fühle mich ganz frisch. Frisch und lebendig. Noch. Das ist auch super gehypt. Ich glaube, es ist neu. Fat Oil Lip Drip. Lippenöl? Lippenöl, aber das halt so mega glossy dann auf den Lippen aussehen soll. Ich habe hier so einen blau-lila Ton. Krass! Und es riecht auch mega gut. Ich habe rot-orange. Riecht deins gleich? Okay, welche Farbe möchtest du ausprobieren? Okay. Bitteschön. Bitteschön. Das ist meiner. Cool. Der Spiegel ist klein. Oh, juicy. Das ist wie Wasser. Sieht aus wie so... Ja, wie so Drops. Öl! Ah, das ist Öl, ne? Ja. Niemand trägt so Lipgloss auf wie ich, oder? Du brauchst ja 100 Jahre. Ich find's voll schön, feier ich. Cool! Meins ist auch voll schön. Meins ist gar nicht so lila, sondern eher so pinkig. Wie eine Beere. Voll cute. Und es riecht voll gut. Bin begeistert. Gibt's jetzt endlich mal was zu essen? Du hast das Stichwort gesagt. Es gibt Nudeln. Nudeln mit veganem Pasta-Topping. Ah, Parmesan. Yes. Das ist veganer Parmesan-Ersatz. Oh, mit Parmesan kenne ich mich gut aus. Und zwar besteht es aus Mandeln, Cashewkernen und für den käsigen Geschmack Würz-Hefeflocken. Abgeriebene Fußhornhaut. Hefeflocken hört sich schon ein bisschen eklig an. Kommt schon so an Füße ran. Nein, Hefeflocken, das schmeckt so ähnlich wie Parmesan. Das schmeckt dann so gereift. Ich liebe Parmesan. Ich könnte immer so eine halbe Packung auf meinen Teller streuen. Und ich bin voll gespannt, ob das gleich gut schmeckt oder vielleicht sogar besser. Who knows? Es gibt Nudeln. Fusilli. Erstmal warten, bis das Wasser kocht. Und währenddessen fülle ich meine hübschen Nudeln in ein Glas. Größere Portion. Sicher nicht. Das wird exakt abgemessen. Sie meint es ernst. Wenn es um Essen geht, hört bei mir der Spaß auf. So, ich mache kurz Turbo bei der Soße, dass die auch warm wird. Aber schnell, bevor die Nudeln gleich wieder kalt werden. Mach mal so die Kostprobe. In pur. Es sieht auf jeden Fall aus wie Nüsse. Wie riecht es? Das riecht wie Parmesan. Das riecht exakt wie Parmesan. Sieht aber aus wie gemahlene Nüsse. Das ist crunchy. Das ist viel besser als Parmesan, Leute. Das schmeckt so gut.
Okay, eine Nudel mit besonders viel Parmesan. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Voll lecker. Richtig gut. Man merkt schon, dass es Nüsse sind. Und man hat so die Nusskonsistenz. Aber es ist voll gut. Ich lieb's. Super cute Augenpatches. Sind die nicht wunderschön? Haben die Herzchen da einen Sinn oder ist es nur Optik? Das ist Style. Na, ich dachte, vielleicht kommen die da noch so näher in die Augen dran und man sieht frischer aus. Ästhetik und so. Hallo? Hallo? Ups. Ja, da kommt Wasser raus, aber irgendwie kein Augenpatch. Die stecken noch da drin fest. Tada! Die sind auf jeden Fall so ein bisschen dicker als richtige Augenpads und haben da doch voll den Kühleffekt. Du siehst aus wie eine Superheldin. Fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich mag die. Das ist neu und das habe ich auch schon auf TikTok gesehen. Vicky verbringt eigentlich den ganzen Tag auf TikTok. Ja, vielleicht brauche ich auch irgendwann Hilfe. Aber ich finde das immer coole Sachen. Das sind gefriergetrocknete Heidelbeeren. Das sind Rosinen aus Heidelbeeren, oder? Nee, aber trockener. Hä? Noch trockener als Rosinen. Das kann man als Topping nehmen, als Müsli, also im Müsli oder auf Gebäck oder in Gebäck. 100 Jahre später. Immer so. Und dann so plapp und überlegen sie. Wie lange brauchst du? Oh krass, meine Finger sind schon blau. Crunchy. Ja. Und, wie schmeckt's? Lecker. Würdest du es aufs Porridge machen? Mhm. Super lecker. Willst du probieren? Sorry, magst du auch eine? Sie ist skeptisch. Nö, danke. Das ist lecker. Nö, abgewiesen. Bin ich jetzt überall blau? Lila. Oh, die Zunge ist recht. Ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal könnt wieder ihr entscheiden, was wir bei DM kaufen sollen. Das mache ich meistens auf Instagram. Folgt mir also unbedingt auf Instagram, VictoriaVS. Und da werde ich euch in der Story fragen, in so einem Fragesticker, was wir kaufen sollen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Blaues Küsschen. Das will keiner.